Sascha für Mobile Geeks. Ich bin auf der Google I.O. 2016 und das ist das Google Auto. Endlich kann ich mir das mal so ein bisschen anschauen. Lass uns einfach mal vorne anfangen und dann gebe ich euch so ein bisschen eine Idee, wie das so aufgebaut ist. Was ihr hier vorne seht, das dürfte wahrscheinlich so ein Sensor sein, der zum einen guckt, wie ist der Abstand zum vorausfahrenden Auto, aber natürlich auch Objekte erkennen kann, wobei es natürlich oben auch noch eine 360-Grad-Kamera drauf hat, mit der das wohl noch ein bisschen besser geht. Ebenso Sensoren haben wir rechts und links hinter der Frontscheibe. Da seht ihr einen. Hier haben wir den nächsten. Und was werden die machen? Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass die ja eine Art und Weise mit dem Spurhalteassistenten verbunden sind. Also schauen, wo ist der Fahrbahnrand, rechts und links, und damit das Ding euch auch einigermaßen auf der Fahrbahn hält. Ansonsten, mich erinnert das ja immer so an den Hund von der Muppet Show. Guck mal, das hat so ein richtiges Gesicht, das Ding. Aber lass uns mal weiter hier rumherum gehen und dann gucken wir uns mal an. Zum einen haben wir hier oben, da seht ihr das, das ist dann die 360-Grad-Kamera, die in einer ganzen Zeit durch alles abfilmt, die Umgebung abfilmt und diese Daten natürlich auch direkt in Realtime verarbeiten muss. Innen drin sieht die ganze Kiste sehr, sehr spartanisch aus, wie ihr sehen könnt. Wir fangen mal einfach hier an. Zum einen, ich weiß gar nicht, ob das Kunstleder ist, aber ich glaube, wir brauchen uns nicht großartig mit der Verarbeitung auseinandersetzen. Das hier, ist das irgendwie Notausschalter oder was auch immer? Offensichtlich läuft hier auch Google Play Music. Weil Lautsprecher haben sie drin. Pedale, da könnt ihr es sehen, gibt es immer noch. Ansonsten haben wir hier an der Seite so einen kleinen 7-Incher. Und da dürfte so ein 10-Incher sein. Einen Rückfallspiegel haben wir auch noch. Oder einen Rückspiegel. Und vorne nochmal ein ganz breites Dashboard. Was aber interessanter ist, ist, es gibt eine ganze Menge Knöpfe hier in der Mitte. Zum einen könnte damit dann die Scheiben hoch und runter machen. So, jetzt haben wir sie auch endlich mal drin. Plus, ganz, ganz wichtig, der große rote Knopf in der Mitte. Das ist dann so mehr oder weniger dann doch wirklich der Notausschalter. Und hier gibt es noch einen mit so einem Männchen drauf. Ich kann euch leider nicht sagen, wofür die zuständig sind. Recht kleine Reifen hat der. Gehen wir nochmal weiter nach hinten. Und hier seht ihr auch nochmal eine entsprechende Sensorik hinten. Wir machen genau das gleiche wie der Sensor vorne. Also wird die ganze Zeit checken, sind irgendwelche Objekte hinter mir, beim Rückwärtsfahren und so weiter, kann er natürlich da genau sich das angucken. Und ganz interessant, guckt euch mal das Nummernschild hier an. Und dann gibt es hier so eine spezielle Plakette. Mr. Autofokus, verlasse mich nicht. So ist wahrscheinlich besser. Hoffe ich mal, da steht Occupational License. Jetzt ist die Frage, was das bedeutet für Kalifornien. Gehört das Ding dann Vater Staat oder wie auch immer? Aber auf jeden Fall ist er für den Straßenverkehr offensichtlich zugelassen. Spannende Geschichte, so ein erster Eindruck hier von dem Google Car und wie sich das dann bewegt. Das schauen wir uns einfach jetzt mal in ein paar Bilder an. You know, the first drive on public roads is something that we've been thinking about, and every moment has been building towards putting these cars on the roads where we can start learning even more from them. When you look at the car that came out around Christmas, was the first vehicle that had kind of everything integrated and was kind of our first push through our manufacturing line. We've now been able to take that, do some reliability testing with it, and to make sure that everything really hangs together the way it's supposed to before we get them out onto the roads. We've made the car hot, we've made the car cold, we've done durability testing, we drive it through a reliability bump track. Getting these cars out into the public and allowing people to react to them, allowing us to see them out there, I think that's a huge deal. And most importantly, it's the necessary step to getting them to drive themselves. When we think about safety, when we think about giving people mobility, and then when you start to think longer term about the impact on cities and the ability to reclaim space and to reduce congestion and free up parking, this is something where we can have a huge impact. It's exciting to see the arc of this project as it's moved to something that's starting to be realized, and then, you know, the next step where we get to start to see people using it, and really, that'll be just fantastic. What?